Liebe, und willkommen zurück hier bei meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's gut. Ich gehe heute ins Training und nehme euch mal mit. Das heißt, heute wird es mal ein Trainingsvideo von mir geben. Und zwar meine Top 3 Hutübungen. Sehr, sehr gerne Beine und Po, aber natürlich auch den Oberkörper. Also ich achte da wirklich drauf, dass keine Disbalancen entstehen und ich den gesamten Körper trainiere. Aber wenn ich mich für eine Körperpartie entscheiden müsste, dann wäre das definitiv der Po, weil mir dieses Training einfach super Spaß macht. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute mal meine Top 3 gute Übungen, weil auch auf Instagram fragt ihr mich ganz oft, wie kann man den Po trainieren, wie trainierst du Beine, wie oft trainierst du Beine und ganz viele Fragen. Und natürlich auch immer Fragen zu den Ausführungen von den einzelnen Übungen, was auch immer nicht so leicht ist. Und es ist auch immer nicht so leicht, einen guten Trainer zu finden. Klar, es gibt gute Trainer, aber leider nicht in jedem Fitnessstudio. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video, wo ich euch meine Top 3 Übungen zeige, plus Erklärung, warum ich die mache, wie ich die spüre, wie ihr die am besten spüren könnt. Und genau, ich würde sagen, wir legen los und sehen uns dann gleich im Fitness wieder. Als erste Übung bei meinem Bein- oder Po-Training mache ich meistens erstmal was zum Po-Aktivieren, also die sogenannte Booty- oder Glute-Activation, damit ich dann bei den folgenden Übungen einfach die Po-Muskeln nochmal etwas besser spüre. Und eine Übung, die ich da super gerne mache, ist die, die ich euch hier zeige. Entweder auf eine Bank legen oder auch auf dem Boden, auf eine Matte, könnt ihr genauso machen und dann mit so einem Resistant-Band oder einem Gymnastikball einfach die Muskeln schon mal ein bisschen voraktivieren. So, nachdem ich mich dann ein bisschen aufgewärmt habe, also ich gehe manchmal auch davon auf den Stairmaster, allerdings nur so 3 Minuten, dann bin ich schon warm genug, mache dann eben eine Übung, wie zum Beispiel die ich euch gerade gezeigt habe, um einfach die Po-Muskeln zu aktivieren. Und die erste Übung, die wirklich meine All-Time-Favorite-Po-Übung ist, sage ich jetzt mal, die ich auch jedem empfehlen kann, weil ich sie super gern mache und auch so gut spüre einfach, das sind die Hip Thrust. Es gibt da auch Geräte, die kann man natürlich auch machen. Ansonsten ist es gar kein Problem, wenn man kein Gerät hat. Man kann sich da auch einfach eine Bank aufstellen, eine Langhantel nehmen. Und ich liebe einfach diese Übung. Ich spüre die so, so gut im Po. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Dinge, die man beachten sollte. Wo liegt die Stange? Wie sollten die Füße stehen? Und deswegen zeige ich euch diese Übung jetzt auch mal und werde euch natürlich genau erklären, worauf ich da achten will. Yeah. Die Startposition bei den Hip Thrust ist auf dem Boden. Meine Schulterblätter lehnen an der Hantelbank und meine Füße stehen in einem ungefähr 90-Grad-Winkel. Und mit meiner Hüftmuskulatur hebe ich dann mein Becken an. Mein Nacken, Kinn und Brust bleiben während der gesamten Übung ungefähr in einer gleichen Position. Und in der Endposition der Hip Thrust, also in der obersten Position, bilden dann Rücken, Po und meine Oberschenkel eine gerade Linie. In dieser Endposition spanne ich auch nochmal meinen Po kurz an, also pausiere da kurz und mit einer langsamen, kontrollierten Bewegung gehe ich dann wieder nach unten. Eine zweite Übung, die ich wahnsinnig gerne mache und super, super gut im Po spüre und euch deswegen auch sehr empfehlen kann, sind Sumo Squats. Ihr könnt die natürlich auch mit der Langhantel machen, aber ich mache sie sehr gerne auch mit der Kettlebell und stelle mich dann erhöht hin, damit ich einfach tiefer runterkomme. Und auch die spüre ich sehr gut im Po. Da muss es auch gar nicht unbedingt darum gehen, möglichst viel Gewicht zu machen, sondern macht die Bewegungen auch mal sehr langsam und bewusst. Dann merkt ihr, wie krass ihr das auch im Po spürt und auch am nächsten Tag noch spüren werdet. Und genau, ich zeige euch einfach mal eine Variation, erkläre euch auch wieder hier, worauf ihr achten müsst und so weiter. Ich stehe bei dieser Übung auf 2 Steppern, also erhöht, weil dann kann ich das Ganze einfach nochmal besser im Po spüren, weil ich einfach viel tiefer gehen kann. Meine Zehenspitzen zeigen leicht nach außen und der Stand ist eben eher breiter und die Knie zeigen dann in die gleiche Richtung wie die Zehenspitzen. Und der Rumpf sollte während der gesamten Übung auf Spannung sein, also immer schön den Bauch anspannen. Die dritte Übung, die ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist rumänisches Kreuzheben. Ist auch für die Beinrückseite, also nicht nur für den Po, sondern für beides. Aber ich spüre es auch richtig gut im Po. Dann ist natürlich wichtig dieses, ich sag mal, Lockout am Ende. Aber das werde ich euch auch gleich noch zeigen in meinem Video. Ist für mich auch auf jeden Fall eine Übung, die bei mir immer beim Bein- und Po-Training dabei ist. In verschiedensten Ausführungen, auch wieder Langhantel oder Kurzhanteln. Auch hier könnt ihr eine Kettlebell nehmen. Einfach mal ausprobieren und hier auch wirklich sehr auf die Ausführung achten. Da ist wirklich auch die richtige Technik gefragt, wie eigentlich bei allen Übungen. Und genau, ich zeige sie euch mal und wünsche euch viel Spaß damit.
Die Füße stehen etwas enger als hüftbreit, der Rücken ist gerade und der Blick schaut nach vorn. Die Knie sind leicht gebeugt, auf keinen Fall durchgedrückt, also nicht die Beine durchdrücken. Die Schultern zurückführen und dann führen wir die Langhantel langsam herunter und strecken die Rückseite dabei so weit wie möglich nach hinten, ohne dass es aber einen Schmerz im Rücken gibt. Als Anhaltspunkt ungefähr die Langhantel bis unter die Knie führen und immer schön am Körper entlang. Währenddessen atmen wir ein. Und dann am untersten Punkt atmen wir aus und führen dann die Hüfte wieder nach vorne, um uns wieder aufzurichten. Und hier seht ihr jetzt nochmal ein Beispiel, wie euer Po-Training aussehen könnte. Also bei der Booty Activation mache ich meistens 2 Sätze und eine etwas höhere Wiederholungszahl. Also da tatsächlich so 12 bis 15 Wiederholungen. Und bei den anderen Übungen sind es dann meistens 3 bis 4 Sätze, also bei den Hip Thrust. Mache ich meistens erstmal einen etwas leichteren Satz und dann 3 schwere Sätze und gehe hier auch oftmals sehr gerne in einen Wiederholungsbereich von 6 bis 8. Bei den Sumo Squats mache ich dann dagegen wieder eine etwas höhere Wiederholungszahl, also so 8 bis 12 und auch 3 Sätze. Und beim rumänischen Kreuzheben sind es auch meistens 3 Sätze bei mir und 8 bis 10 Wiederholungen. Letztendlich könnt ihr das so machen, wie ihr das am besten möchtet. Also da gibt es immer kein richtig oder falsch und keine hohe Wiederholungsanzahl ist besser als niedrige oder andersherum, sondern da solltet ihr einfach so den besten Weg für euch finden, wie ihr das Ganze am besten spürt und ihr euch bei eurem Training am besten wohlfühlt und Fortschritte machen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch weitere Trainingsvideos von mir sehen möchtet oder irgendwie bestimmte Übungen noch mehr im Detail erklärt haben möchtet, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen und schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke.